Willkommen zurück, liebe Zuschauer, die nächste Folge Sniper Elite. Frankreich. Die Hütte brennt. Unsere Mission sieht so aus, wir werden jetzt hier das nächste Flakgeschütz in Angriff nehmen und uns dann hier Richtung finde eine Möglichkeit, die Batterie zu sabotieren oder zu zerstören bewegen. Das bedeutet, wir markieren mal diese Mission und gehen weiter. Das nächste Ziel sind 177 Meter, hier sind es 141. Wir sind gut ausgerüstet. Ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich diese Folge mal ein bisschen sneaky mache und vielleicht auch ein paar Minen oder andere Gimmicks ausprobiere. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Jetzt habe ich aber dabei so ein Riesengewehr. Kann sein, dass ich das gleich austausche, aber damit schießen will ich auch mal. Also mal schauen, was wir da so machen können. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir auf dem Weg dahin jetzt nicht gleich wieder entdeckt werden. Vielleicht gehe ich, mal gucken, erst hier oben runter. Ne, ich glaube, wir gehen mal direkt hier runter. Warte mal, hier ist die... Okay, hier 106. Wobei ich wahrscheinlich erst mal eine andere Waffe nehme, und zwar mein Snipergewehr. Die Äpfel sehen ganz geil aus, ne? Ein Traum für jeden altes Live-Apfelpflücker hier, diese Plantage. Grüße gehen raus an meine altes Fans. So, dann einmal rüber joggen. Natürlich mal aufpassen. So, hier haben wir schon mal zwei. Hier drunten im Graben ist noch einer. Witzig, dass er mich nicht sieht. Sind es nur drei Personen hier, meint ihr, oder... Ah, guck mal. Was habe ich da gefunden? Okay, ich habe Sprengstoff gefunden, Leute. Hihi. Das war natürlich wieder super sneaky, was ich gemacht habe, ja. Boah, wow, war daneben geschossen. Wie so ein Hase. Ist er wieder da reingesprungen? Erstmal den Helm wegballern. Mal gucken, was da passiert. Okay. Der Helm fliegt, definitiv. So, Bruder, komm vor. Wo bist du? Komm. Trau dich, trau dich. Muss der jetzt wirklich rein, oder wie? Wo hüpft der denn die ganze Zeit rum? What the fuck? Wie schnell ist der denn? Speedy Gonzales hier, oder wie? Schlechter, erziele 10 Kills durch Organschüsse. Läuft bei mir. So, wir suchen erstmal die Leiche. Nothing else to find. Okay, ich höre noch auf jeden Fall. Wow, das war laut. Hat er mir eine Granate nach mir geschmissen oder was war das? Vielleicht hätte ich den Weg, ah ja, da ist definitiv einer, den Weg vermieden sollen. Ist hier jetzt gar nicht durch? Ich dachte, da war gerade ein Weg. Gucken, ob der schon hier runtergekommen ist in der Zwischenzeit. Ist ja da ist er. Oder war der nicht gerade hier? Von wo schießt denn der auf mich? Oh no, und muss nachladen. Oh Mann, laden. Jesus. Das hat wehgetan. Wow, noch einer. Krasser Treffer mit der Pistole auf jeden Fall. So, auf jeden Fall mal zusammenpatchen wieder hier. Okay, die kleinen Bandagen geben mir mal ein so ein Balken wieder an Energie zurück. Tresorcode für Waffenkammer der Batterie gefunden. Sehr gut. So, wir
schleichen hier mal ein bisschen durch die Apfelplantage. Eine Tellermine habe ich noch gefunden. Den versuchen wir auch nochmal. No scope. Keeps things interesting. Okay, ein bisschen Pistolenmunition gefunden und da vorne das Ding sprengen wir jetzt erstmal weg, würde ich sagen. Hänge ich gerade hier wirklich an diesem Balken fest, ja? Schön. Guess I grabbed everything useful. Sprengladung ist immer gut. Gucken jetzt deine mal hier die Kiste an. Ups, da ist noch einer. Da war einer. So, Nachschubtaschen enthalten eine zufällige Auswahl an Gegenständen und Munition. Alles klar. War ich aber auch eine Brechstange dabei, oder? Let's go. Ah, Bolzenschneider sogar. Läuft bei mir. So, wir haben Standardmuni, Granaten. Aber war alles soweit voll. Wir sagen, sprengen wir mal das Ding hier in die Luft. Komm schon, lass mich da hin. Ich glaube, die Waffe kann ich erstmal loswerden. Die brauche ich nicht mehr. Das ist noch eine Sprengladung oder ist noch ein Gegner? Oh shit, hinter mir ist noch jemand. Okay, genau jetzt, wo ich gerade zielen wollte. Alter, genau zwischen die Augen, ey. Holy shit. So, das war auf jeden Fall auch ein Gewehrschütze. Okay. Hat er hier eine Mine fallen lassen oder ist der vermint? Das ist eine Granate. Manchmal verstehe ich das nicht. Aber gut, wir sind auf jeden Fall unserem Ziel schon mal ein Stück weiter gekommen. Und zwar jetzt die letzte Mission hier. Halt. So, ich es wieder aus. Abgewählt. Das Szenario sieht auch wirklich schön aus. Muss man dem Spiel wirklich lassen. That must be the gun that took out the submarine. That thing can land shells in Dover. I've got to destroy it. Gut. Vorne sehe ich schon mal jemanden stehen. Meinte ich, ich kriege die beide gleichzeitig. Ah, Mist, jetzt habe ich den zweiten nicht markiert. So, wir versuchen es mal aus der Position hier. Ja, Doppelkill stand unten rechts. Hat funktioniert, sehr gut. Jetzt gucken wir nochmal zu diesem Versorgungstruck. Ein Fahrzeug sabotieren, um laute Gebiete zu erzeugen. Ja, das zieht halt dann die Gegner an. Also sabotieren, also eine Sprengfalle kann ich mal dran machen. Probiere ich mal aus. Und dann... Ach so, das war's. Ich kann dann nicht mehr das Fahrzeug sabotieren. Okay, wieder ausgeladen. So, wieder hier aufpassen, dass sie mich nicht gleich überraschen. Sieht gut aus. Ich hätte mit mehr Gegenwehr gerechnet hier.
So, ich habe die Lunte gezündet. Wir sagen, wir warten nochmal bis zur Explosion. Wobei, wir können ja schon mal hier noch eine zweite Sprengnadel mitnehmen. Ich denke, da vorne zu dem Bunker würde ich gerne mal gehen. So, Missionsziel erreicht. Wir haben die drei Geschütze abgeschossen. Das hat dir nicht so gut gefallen, merke ich gerade hier drüben. Ah, da sehe ich auch was. Fernglas, danke. Okay, auf jeden Fall wieder einige Soldaten. Aufpassen, dass hier drüben nicht noch mehr sind. Hier haben wir einen Generator. So, würde sagen, Zeit für Schnieper. Und daneben geschossen, gut, Job, Ralf. Zumindest den anderen habe ich erwischt. Boah. Nicht gerade korrekter Schuss, aber passt soweit. Manche Treffer sind aber auch echt. Puh, da geht's mir echt ein bisschen kalt den Rücken runter. Ah, okay, von hinten schießt irgendwie auf mich. Das Ding ist echt krass, ne, dieses Geschütz. Kommt er raus seiner Position? Wahrscheinlich weniger, ne? So, erstmal nachladen. Und dann nähern uns wir mal diesem Gebäude. Puh, der war direkt vor mir. Oh, irgendwas habe ich hier noch aufgescheucht, ne? Hinter der Mauer. Oh nein, der will einen Alarm schmeißen, anmachen, oder? So wie es aussieht. Ah, der ist wahrscheinlich... Ach shit, hinter der Mauer. Gut, verstanden. Oh shit. Hinterm Busch? Was? Von wo denn? Und die Vögel... sieht man die Vögel auch? Ich habe die gerade in Schatten gesehen. Okay, das ist auf jeden Fall nicht gut. Okay, kann ja mal schauen, ob ich von der anderen Seite mal rankomme. Kann ich springen? Nein, schade. Okay, hier komme ich durch wegen dem Stahl dort. Ich glaube, hier ist kartenmäßig... Ah ja, gut, ich bin am Rand von der Karte, da passiert nichts mehr. Das heißt, die Idee kann ich erstmal knicken. Das Ding habe ich noch vermint, das weiß ich noch. Zu welcher Position komme ich denn da jetzt am besten an dieses Lager hier ran? Okay, den habe ich gar nicht gesehen, den Typen hier. Ich habe mir echt einen Helm getroffen, ne? Ich bin von hinten. Au! Ein feindliches U-Boot wurde von der Küste. Die Helme, ne? Bei dem Kaliber keine Chance. Überlebenden und jegliche französische Zivilisten, die versuchen, ihnen zu helfen. Warum habe ich eigentlich keinen Helm auf? Kann ich mir das nicht leisten, oder wie?
This will come in very useful. Okay, der Alarm ist aus. Gehen jetzt automatisch aus oder hat denn jemand ausgemacht? Oh, dieses Geschütz da hinten, da seht ihr das voll krass. Okay. Könnte sein, dass der es gewesen ist. Seinen Alarm ausgemacht hat, weil sich gedacht hat, hey, hier ist ja nichts los. Doch, ich bin da. Schauen wir mal da hinten. Oh, Vögel, doch, da ist mal jemand. I reckon he's carrying something. Ach, guck mal, die haben die Position wieder neu besetzt. Das ist jedes Mal flasht mich das echt hart rein, so diese Animation. Das ist schon echt wild, ey. Oh nein, die Probe geschossen. Ja, lass mich wieder nachladen, die Büchse. Granate! Okay, Granate, ciao, ich bin weg. Be harder to spot me in that grass. Okay, ich glaube, die sind nur noch in der Annahme, dass ich in einer starken Position sitze. Puh. Also Geräusche kann ich auf jeden Fall machen, um sie abzulenken, das verstehe ich schon. Falls nur will ich das oder brauche ich das gerade überhaupt? Das ist eine gute Position hier. Ja, haben wir Schnäfel weggeballert. Dass der mit diesem MG so krass trifft, ey. Boah, das, seht ihr das? Der Typ hält sich den Arm. Au, 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 au. Der trifft gut. Der trifft viel besser, als ich erwartet habe. Ey, treffe ich den überhaupt nochmal heute? Kann ich bitte in Deckung gehen? Alter, der Typ da mit dem MG. Puh, der hat mich gar ein bisschen Nerven gekostet, der Typ. Oh oh. I should search this body. Can't find anything else. So, alles klar. Die Position sollten wir jetzt erstmal geklärt haben, so wie es aussieht. Ja, auch das MG-Nest hier. Was haben wir denn hier? Achso. Sah aus wie so ein Sack, der da liegt. Entschuldigung an den Herrn, den ich gerade als Sack bezeichnet habe. Verband voll, Verband, okay. Ich bin auf den Toiletten hier in dem Game. Was auch immer ich euch damit sagen möchte. Kann ich auch wieder raus? Ja, guten Tag. Wow! Mit der Pistole? Wow, Schulterschuhe. Okay, läuft bei mir.
glaube, es wird Zeit, mich mal zusammenzuflicken, oder? Auf jeden Fall wieder ein bisschen Munition suchen. Schauen wir mal, ob wir drüben in der Hütte noch was finden. Okay, eine Sprengladung. Wir können aber... Okay, ich habe den Schlüssel, glaube ich, von dem einen Soldaten vorhin. Okay, sehr gut. Erste Hilfe. Muni-Panzerbrechend. TNT habe ich noch nicht benutzt. Haben wir hier auch den Code für den Safe? Eröffnet Tresorcode für Waffenkammer. Ja, hatte ich. Sehr gut. So. Verbände haben wir hier. Magazine. Panzerbrechend. Das Ding ist mir zu krass. Schallgedämpftes Gewehr. So, dann gehen wir mal kurz zur Werkbank hier rüber. Stehen vielleicht auch mal auf. Was habe ich denn hier eigentlich? So, dann schauen wir mal. Werkbänke und Anpassungen. An der Werkbank kannst du deine Waffen wechseln und anpassen. Um deine Waffen zu wechseln, wähle sie aus und lege... Um eine deiner Waffen zu wechseln, wähle sie aus und lege danach eine Waffe von der nun entscheidenden Liste fest. Wenn du deine Waffe mit Hilfe von Aufsätzen anpassen möchtest... Habe ich verstanden. So, wir haben auf jeden Fall einige Aufstiege mit Fertigungspunkten. Ich bleibe aber hier bei dieser Waffe. Die ist einfach zu schön, aber der würde ich unglaublich gerne meinen Schalldämpfer geben. Kosmetisch. Ich kann sogar Kosmetik draufbauen. Das ich, boah, kann ich sogar Gold machen, ey. Was ist los bei dem Game? Schafft Magazinmündung. Ich habe sogar die Möglichkeit mit dem Schalli. Standard, genau. Ich habe ein kleines Visier. Brauche ich ein kleines Visier auf der Waffe? Nee. Magazingröße ist auch Standard. Puh, diesen. Ich meine, ich verstehe das, dass wir da mehr Kontrolle haben, aber nee, brauche ich nicht. Dafür habe ich hier die großen Waffen und dann nochmal hier. Was ist das denn hier? Beweglichkeit erhöht mit dem Zielband. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie ein Zielband. Das ist dann wahrscheinlich mehr Grip am Griff. Davon gehe ich mal aus. Ist denn jetzt die Anpassung soweit durch? Ja. Schauen wir mal. Ich habe immer noch diese beiden Waffen zur Auswahl. Die Anpassung hier habe ich schon vorgenommen. Nee, Lauf, genau, die behalte ich dann auch mal so. Ja, aber hier könnte ich mal gucken, was gibt es denn noch? Eine Tommy Gun. Ja, wobei ich die schon hier gerne benutze. Aber ich glaube, hier habe ich noch keine Erweiterung. Alles gut. Gut, du hast neue Fertigkeitsstufen. Sehr gut, dann her damit. Wobei, jetzt bin ich ja wahrscheinlich in das Menü von den... Grundlagen gegangen, das wollte ich gar nicht. Dann schauen wir mal hier bei Escape Fertigkeiten. Ich habe zwei Punkte zur Verfügung. Wir schauen mal, was hier ist. Also Fokus halten habe ich jetzt noch nicht wirklich verstanden oder habe ich noch nicht benutzt. Mal gucken, was hier steht. Fokus Reichweite erhöht deine Reichweite, wenn du dich konzentrierst. Muss ich gleich mal gucken, was das ist. Gesundheitsboost erhält ein extra... Oh ja, nehme ich. Und rasche Erholung, Gesundheitsgeneration bringt früher. Finde ich auch gut. Ja, ich finde erstmal ein bisschen... ja, meine Statistiken für Gesundheit verbessern gar nicht so verkehrt. Nur gut, ich würde sagen, hier in dem Lager ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Deswegen bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da und schaut doch mal auf meinem Discord vorbei. Würde mich auch sehr freuen. Ich bin draußen, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ralf. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern, supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Ja.